Vor dir liegt der Effa-Tempel, kannst du sehen, wie der Ferdi auch nach außen tritt. Auch er nickt dir zu. Ah, Rafim, schön, dass du da bist. Schön, hier ist alles ruhig, nehme ich an, ne? Ja, wie immer. Ihr seid, ihr wart erfolgreich und jetzt seid ihr nutzlos. Ihr habt gesiegt. Ihr seid wirklich nutzlos geworden. Schade, dass ihr nichts anderes lernt, dass ihr nichts anderes gekonnt habt. Dass ihr nur abschleichen könnt. Also, seid ihr euch denn sicher, dass nichts passiert ist? Nein, es gibt keine Bettler, schon lange nicht mehr. Die Welt ist perfekt, mein Freund. Und ihr könnt eure Waffen eigentlich einschmelzen. Gehen wir doch gemeinsam zum Imgrim-Tempel. Er ist ein guter Freund von mir. Da ist doch bestimmt noch was zu tun. Hier muss doch irgendwo noch so ein kleiner Gauner rumlaufen. Ach, ich suche ihn auch. Ihr müsst auch nicht zahlen. Das mache ich doch gerne. Nein, es gibt keine. Wir haben sie auch nicht erhängt oder erschlagen. Sie haben einfach Arbeit und jeder ist glücklich, seit ihr Sieg. Also ihr wart siegreich. Es gibt keine Piraten mehr. Alles ist friedlich. Wir haben den Core-Tempel sogar geschlossen. Ja, also das hättet ihr doch nicht tun müssen. Wir finden doch immer was. Da gibt es doch bestimmt noch einen. Man kann doch sicherlich aus eurer Waffe ein gutes Hufeisen machen für euer Pferd. Titanium-Hufeisen, was haltet ihr davon? Ja, ich hab's doch schon lange nicht mehr benutzt. Da habt ihr jetzt nicht Unrecht, aber es ist doch so eine schöne Waffe. Ja, aber man braucht doch keine Waffen mehr. Niemand braucht Waffen. Ihr wart siegreich. Die Splitter sind vernichtet. Die Orks haben einen Friedensvertrag vorgeschlagen. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht, dass die Orks jetzt endlich in Frieden leben können. Du merkst wohl, wie so ein kleines Blutrinnsal aus deiner Nase rausläuft. Oh, habt ihr euch gestoßen? Nein, das ist eure Nase. Hä? Eure Nase, die blutet, nicht meine. Kommt mit, ich führe euch ein kleines Stück. Und der Ferdi, ja, freundlich, lächelnd wie er ist, er nimmt dich in den Arm und nimmt deine Hand und geht dann mit dir Händchen haltend in Richtung der Priester Kaisanura Lexakrale. Siehst, wie zwei, drei Praios-Geweihte nach draußen kommen, verbeugen sich so ein bisschen angedeutet vor dir. Der Bürgermeister, du siehst, wie da wohl zwei, drei Sekretärinnen rauskommen, irgendwie ihre Haare hochgesteckt, sie machen einen Knicks vor dir. Du siehst, wie Rauhaya da irgendwie auf dem Bürgerplatz entlang reitet und dir auch freundlich zunickt. Auch sie hat kein Schwert mehr, sie hat keine Magier dabei. Sie steht da einfach und schüttelt die Hände von den Bürgern. Ah, hallo Rafim. Hallo. Ich würde mir mal wieder mit der Hand durchs Gesicht fahren, um das Blut wegzuwischen. Ich sehe, ihr habt euer Schwert ja auch abgelegt. Ja, selbstverständlich. Wir leben ja nicht in rückständigen Zeiten. Ja, und ihr vermisst so gar nicht. Du kannst sehen, wie draußen auf dem Bürgerplatz steht sie jetzt wohl gerade und kannst sehen, wie aus der alten Residenz Celindian Hand in Hand mit der Zwillingsschwester von Rohaya Hand in Hand. Sie kommen auf sie zu und ja. Du kannst auch sehen, wie Alara da um die Ecke kommt. Alara hat wohl irgendwie Storko bei sich in der Hand und kommt ebenso auf dich zu. Ein weiteres Blutgefäß, was in deiner Nase platzt und schmeckst. Ja. Du schmeckst Blut und es riecht gleichzeitig würzig. Übelerregend würzig. So wie Modern und du hörst eine leise Spieluhr, die klingt. Hört ihr das auch? Was denn? Das ist also da drüben, der Ingrim-Tempel. Du solltest wirklich deine Waffen einschmelzen lassen. Du kannst sehen, wie Alara nickt. Schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Rafim, mit Waffen? Tu nicht so, als würdet ihr das nicht auch hören. Ich was genau. Muss ich fast übergeben von diesem brechreizerregenden. Oh, einfach Verwesung. Du kannst es nicht ganz zuordnen. Alle sehen glücklich aus und zufrieden. Und der Eferdi weist nochmal mit seiner Hand auf den Ingrim-Tempel. Du kannst sehen, wie wohl der Ingrim-Geweihte raustritt. Und lädt dich wohl ein. Aber es stinkt widerlich nach Verwesung. Bleibt weg von mir, ihr allesamt. Bleibt weg von mir.
Ja, ich würde mal so einige Meter nach hinten stolpern und immer versuchen, alle im Blick zu behalten. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Wie kommst du hier raus? Zulamin, auch dein Traum stinkt. Es ist schwül, es ist heiß, es stinkt nach Asche, nach Blut und nach Schweiß. Du fühlst dich ein bisschen benommen, als du aufwachst und aufgebläht. Du fühlst dich aufgebläht. Du merkst, dass deine Augen wohl geblutet haben in der Nacht und dein Mund schmeckt nach Eisen. Du siehst, wie deine Kajüte vibriert und wackelt. Ganz leicht nur. Und eine kleine Spieluhr, die im Hintergrund klingt. Lamin schüttelt den Kopf, wie um diese Empfindung abzuschütteln. Dreht sich um, schaut, ob der Kater auf ihrem Kopfkissen noch da ist. Du siehst ihn, aber irgendwas stimmt nicht. Er sitzt auf deinem Bett, aber der Kater sieht zweidimensional aus und farblos. So als hätte er keine Tiefe. Janus? Sie streckt vorsichtig die Finger nach ihm aus. Er fällt um. Zulamin zuckt zurück. Die Spieluhr. Abelmir. Sie springt auf und reißt die Kajüten-Tür auf. Ja, das Holz um dich herum ist schimmelig. Und wenn du die Kajütentür aufreißt, dann stehst du nicht mehr auf der Drachentöter, sondern irgendwo an einem Strand. Du siehst, wie vor dir ein gewaltiger Körper liegt. Ein gewaltiger weiblicher Körper, tot und verwesend, die Augen sind grau und erblindet. Auch der Körper von ihr ist ebenso aufgedunsen wie der deine. Du kannst sehen, wie windende Maden auf dem Fleisch sitzen und die infizierten Wunden laben sich da wohl gerade. Bewegt es sich? Nee, es ist tot. Du kannst noch einige Krebse sehen, die wohl unter dem Fleisch sitzen und sich da wohl auch ebenso dran laben. Und kannst sehen, wie wohl irgendwie ein Fischer oder sowas sitzt dann am Strand und gräbt mit seiner Hake umher. Und hakt den Strand. Raja, lass mich jetzt nicht allein. Es ist der Dämon, von dem wir gelesen haben. Und sie geht über den Strand auf dieses Szenario zu. Ja, wenn du dich noch einmal verunsichert umdrehst, kannst du sehen, als du aus deiner Kajüte heraustrittst, auch deine Kajüte, sie steht noch da, aber auch deine Kajüte ist zweidimensional und du guckst sie nur an, wie da die offene Tür steht und all dein Blick reicht, damit sie umfällt. Und dahinter nur noch ein weiterer Strand ist. Zulamin kneift kurz die Augen zusammen. Es ist nicht real. Es ist nicht echt. Denk an die Armbrust. Wieder flackert vor dir alles. Du kannst sehen, wie der Hausmeister dich erbost anblickt und mit der Hake auf dich zukommt. Hör auf damit. Ein sehr hässliches Lächeln zeigt sich auf Zulamins Gesicht. Womit? Sie war schon immer hier. Und du sollst nicht machen, dass sie weggeht. Dann hätte sie mich nicht in diesen Traum hineinziehen sollen. Du hast sie doch erschaffen. Das alles hier. Und jetzt bringst du mich um? Jetzt willst du mich töten? Wie wär's denn, wenn ich töte? Ich will dich nicht töten. Ich will hier raus. Ich bin der Hausmeister. Ich entscheide, wann du rauskommst. Wir werden sehen. Und Zulamin fängt an, die Worte des Harmoniesegens zu rezitieren. Raja, rette mich! Hole mich hier raus! Der Hausmeister fängt an zu lachen. Boltax. Du wirst wach, als seine Spieluhr klingt. Wie fühle ich mich?
fühle ich mich ähnlich wie das Gefühl, das ich hatte, als uns der Nerraven begegnet ist. Also das letzte Mal, dass ich geträumt habe. Ja, du schmeckst nicht. Das Erste, was du bemerkst, ist, wenn die Augen auf sind, alles vor dir ist schwarz und weiß. Es gibt keine Farben mehr. Das hatten wir doch schon mal. Als du dich in deiner Gehüte umblickst, kannst du sehen, wie ein alter, nackter Mann an einem Galgen von der Decke baumelt. Moment. Er schlägt die Augen auf. Möchtest du ein Spiel spielen? Eigentlich nicht. Bin ich schon wieder in einem Traum. Wird langsam ermüdend. Ich würde gerne Odem wirken. Und ich gehe davon aus, also Boltax geht davon aus, dass gleich der Teclador-Effekt kickt, aber trotz alledem, ein Odem auf die Umgebung. Ich würde mir dabei Zeit lassen und deshalb plus minus null. Ja, du versuchst deine Magie zu wirken und merkst, irgendwas stimmt nicht. Die Farbe blinzelt wohl kurz in die Realität hinein und dann ist es wieder alles schwarz und weiß. Wo kannst du weiter sehen? Hey, es kommt auch nicht der Teclador-Effekt zustande. Nein. Okay, interessant. Ja, dann würde ich mich im Schneidersitz hinsetzen, anfangen entspannt zu atmen, in mich kehren und an die Armbrust denken. Bist du sicher, dass du das willst? Wir haben Angroschminia. Ich würfe mal auf Selbstbeherrschung. Du kannst entkommen, aber sie nicht. Sie ist stärker als ich. Um sie mache ich mir keine Sorgen, aber eher um euch. Ja. Du verstehst immer noch nicht. Sie ist hier, aber sie will nicht nach draußen. Sie ist der Grund für das alles hier. Nimm das Messer. Nicht an. Und dann wirke ich ein Silenzium auf mich selbst, weil ich keinen Bock habe, dem weiter zuzuhören. Ja, du merkst wohl kurz, wie es ein Fiepen in deinem Ohr gibt. Und dann hörst du wieder das Lachen von dem alten toten Mann. Okay, also ich merke, meine Magie kommt hier nicht richtig durch. Das ist aber in Ordnung. Das Problem ist, dass du keine Magie wirken kannst, wenn du schläfst. Nimm das Messer. Dein Weg raus. Nein. Nein, das mache ich sicherlich nicht. Aber eine Sache kann ich machen, auch wenn ich schlafe. Ich kann vielleicht keine Magie wirken, aber kann meine Kraft fließen lassen. Und offensichtlich hat sie interferiert mit dem, was du hier geschaffen hast. Tu, was du willst, aber ein Groschminia behalten wir. Ich zweifle daran. Ich zweifle daran. Ja, und ich konzentriere mich auf die Armbrust, setze mich im Schneidersitz hin, atme ein, atme aus. Ich habe meine Selbstbeherrschungsprobe geschafft. Ich gehe nicht weiter auf die Provokation ein und aktiviere meinen eisernen Willen. Abelmir, du hast eine Spieluhr und es riecht verdorben, süßlich. Ich schlage die Augen auf. Ja, du bist in deinem Bett, aber nicht in deinem Bett hier, sondern in dem Bett, das du damals hattest. Du siehst, wie es draußen Nacht ist und finster. Schnee, der vor dem Fenster aufstiebt. Und irgendwo draußen vor der Tür kannst du horasische Klänge vernehmen, die aus dem Ballsaal nach unten dringen. Ich schaue erstmal an mir runter. Bin ich im Nachthemd unterwegs? Oder? Du bist dann im Nachthemd unterwegs, ja. 14 Jahre. Dann würde ich mir erstmal aufstehen, nach meiner Kleidung greifen, automatisch, die an einer bestimmten Stelle auf dem Stuhl neben mir hängt. Ja, das ist die Kleidung, die du gestern anhattest, das Sternengewand mit den ganzen Sternen drauf und dem lustigen Hut. Okay, lass mich das erstmal anziehen. Ich weiß nicht,
ist das eine offizielle Kleidung oder ist Magier selber ausgedacht, die Kleidung? Das ist, ist die Magierkleidung für die Weißmagier aus Betana. Zumindest, also du bist schon stolz auf deine Kleidung. Streich mal diese Uniform, Gala-Uniform, Robe glatt und stell sicher, dass alles an der richtigen Stelle und Ort ist und würde dann zur Tür gehen und die Tür aufmachen. Ja, du kannst sehen, wie du in dem Haus in deiner Villa bist. Und unten, wenn du dann rantrittst an die Galerie, kannst du sehen, wie sich da die du willst sie nicht Menschen nennen, das sind stinkende Säugetiere, wie sie sich dort im Kreis drehen. Ein Orchester, was spielt und... Was ist hier los? Du kannst sehen, wie dort dein Onkel Arcanio ist. Arcanio Patara. Und deine Tante Daria. Dein Cousin Nepolemo. Die alle tanzen da. Oheim, was ist denn euch? Komm runter, Abelmir. Es ist wunderschön. Ich würde mal die Treppe runterrennen. Tanzen. Ewig tanzen. Was ist denn euch? Das Orchester hat mittlerweile aufgehört zu spielen, aber diese Spieluhr hörst du immer noch. Sehen die eigentlich ganz normal aus oder sind die wirklich so. Sie sehen ganz normal aus, ja. Kommt zu euch. Was feiert ihr hier? Wir feiern wie immer, wie jeden Tag. Du siehst, wie ihre Füße wohl blutig getanzt sind und ihre Schuhe wohl mittlerweile sämtlichen Halt. Sie tanzen hier wohl seit Tagen, seit Wochen. Hört auf! Sie haben blutige Fußabdrücke hinterlassen. Und ich war wahrscheinlich als Elfjähriger mit wenig Kraft probieren, die aus diesem Tanzer wegzuziehen zu einem Sessel oder Stuhl. Kommt! Aber was tust du denn? Was tust du denn? Ihr müsst euch ausruhen, eure Füße. Das erzählen wir deinem Papa. Nein, nicht. Tanzt nicht weiter. Kommt. Ich zerr mal an dem Onkel Oheim lang. Ja, er hört auf zu tanzen und kniet sich dann so ein bisschen zu dir ab und brüllt dir dann ins Gesicht. Jacopo, Festina, kommt raus. Und dann kannst du sehen, wie oben auf der Galerie eine Tür aufspringt und du siehst, wie wohl dein Vater nackt auf allen Vieren krabbelt, seine Mutter ebenso nackt auf ihm sitzt und ihn reitet. Was tut ihr da? Höher! Deine Verwandten von alle an zu lachen. Das ist nicht richtig. Was ist mit euch? Ich wirke meinen Odem Arcanum auf erstmal auf mein Ohr, das steht dafür am nächsten. Überhast du den wahrscheinlich? Ja, du versuchst den Odem zu wirken und es flackert einmal kurz. Und dann passiert nichts. Hat kurz geleuchtet. Was geschieht hier? Du kannst hier nicht zaubern. Du bist 14, Abelmir. Aber ich habe doch meine Prüfung bestanden. Nein, erst in 4 Jahren. Aber... Zieh dich auch aus, Abelmir. Das ist lustig. Du kannst sehen, wie wohl dein Vater irgendwie die Treppe auf allen vier Runden krabbelt. Das ist nicht richtig. Steht auf, ich würde mal die Treppe hochlaufen jetzt und mir die Robe ausziehen und sie probieren damit zu bedecken. Keine Ahnung. Das ist nicht richtig. Tu das nicht. Ja, blutige Tränen steigen aus deinen Augen, als du versuchst irgendwie mit dem wenigen Gewand, was du hast, deine Eltern zu bedecken, ihre Scham und du siehst, wie dein Onkel, der Tante, Cousins, Großmutter, Großvater, alle sind sie anwesend und auch der gesamte Adel von Betana und Belhanka und Kuslik. All die anderen sind da und sie lachen und zeigen mit dem Finger auf dich und dann deine Eltern. Warum lacht ihr verdammt noch einmal? Hier gibt es nicht zu lachen. Serpentilio, du hast die ganze Nacht über gekocht und gebraut und dann kannst du hören, wie irgendetwas auf dem Schiff hat sich verändert. Alles ist sehr leise geworden. Ich wische mir die Hände an einem alten Lappen ab und schaue mal aus der Tür, nach links, nach rechts. Normalerweise sind ja selbst um die Sucherzeit Dukatengardisten unterwegs. Ja, sie lehnen irgendwie zusammengesunken an den Wänden. Schlafen leise. Ich trete an einen heran, so außerhalb der Packen- und Fingerbrechen-Reichweite. Solltet ihr wirklich im Dienst schlafen?
Würfel meine Sinnesschärfeprobe hören. Sinnenschärfe hören. Körperliches Talent, da haben wir sie. Das ist gut gelungen. Du kannst hören, wie sich draußen auf dem Schiff noch irgendetwas bewegt. Schritte von mehreren Personen auf Holz. Ich gehe wieder in die Alchemiestube, hole meinen Stab. Als du gerade reingegangen bist, kannst du hören, wie die Tür zum Flur aufgeht. Und zwei, drei, vier Personen wohl das Ganze betreten. Das Unterdeck. Ich versuche mich in irgendeine Ecke zu drücken, um nicht gesehen zu werden. Es wird meinen alten Gelenken nicht so leicht. Der Schlafzauber hat funktioniert. Nur bei dem ersten Offizier wohl nicht. Da war irgendetwas, was uns abgehalten hat. Sehr gut, das reicht aber. Wir müssen sie noch nicht umbringen. Sie sollen noch leiden, wie sie uns haben leiden lassen. Ich denke auch, wir werden auf alle Fälle den Steuermann, den Gubernator, umbringen, damit sie nicht von hier wegkommen. Und diese kleine Sakristei können wir schinden. Was wir mit den anderen machen, weiß ich noch nicht. Das klingt gut. Ich gehe schon mal nach oben und bring ihn um. Du hast gesehen, wie sich irgendwie Schatten an der Tür vorbeigeschoben sind. Dann kannst du es klirren hören. Und irgendjemand hüpft davon. Jojojojo. Nehme mir reichlich Zeit, die Situation abzuwägen und mich erstmal in Bewegung setzen zu können. Und versuche nicht um den Graves Silenzium zu sprechen. Und zwar still und leise. Also, bedenken. Ja, derweil klirrt es aus dem Nebenraum, neben der Alchemiestube, klirrt es weiter. Ich, wie gesagt, versuche den Zauber zu sprechen. Also, nicht zu sprechen, sondern stumm zu sprechen. Und wenn das meine Modifikator noch ehrlich nehmen würde. Sorry. Ja, während du sprichst, kannst du wohl hören, wie eine weitere schwarzgewandete Person die Sakristei betritt und dann eine Stimme erklingt wie raues Reibeisen. Bist du endlich fertig? Koroba und Karasuk können das Ganze nicht betreten, solange dieser Ort geweiht ist. Ich bin gleich fertig. Sag ihnen Bescheid, dass sie aufs Schiff kommen können. Wo ist Markwin? Sie ist oben. Bringt wohl den Gubernator um. Und dann entfernen sich die Schritte wieder. Wird es leise, wenn ich kommt der Zauber durch? Oder wird es leise oder passiert sonst was? Ja, also wenn du den Silenzium auf dich selbst sprichst, ne? Das ist ja die Zone. Der Boltax, bewegt er sich mit mir mit oder bleibt er hier? Das hängt davon ab, welchen du gewirkt hast. Ich habe normal gewirkt. Ja, der bewegt sich mit dir mit. Okay. Okay, dann verklingen die Schritte auf dem Holz und alles ist leise. Dann trete ich in den Gang und sehe mich erstmal um. Ist hier jemand? Ja, du kannst sehen, wie auf alle Fälle in der Sakristei jemand die Schränke hin und her wirft und auseinander nimmt, Bilder runterreißt. Ich wende mich ab und gehe die Treppe hoch mit dem Ziel, nach Abelmeer zu suchen. Ja. Du kannst, wenn du diesen Raum aufs Hauptdeck, ja, du musst auf alle Fälle aufs Hauptdeck treten. Und wenn du die Tür aufziehst, nicht unbedingt um leise zu sein, aber vor allem damit die Bewegung von anderen nicht mitbekommen wird, kannst du sehen, wie die Dukatengardisten an Ort und Stelle ebenso eingeschlafen und versunken sind, leise noch stöhnen. Kannst du mit sehen, wie sich ihre Münder bewegen und wohl ebenso im Schlafen und am Träumen sind, aber hören kannst du sie nicht. Und sie mich hoffentlich auch nicht. Und dann eile ich mit aller gebotenen Eile die Treppe hier an der Seite hinauf. Schau nochmal, gehe so weit in die Knie, wie ich es mich traue, um ohne hinten überzufallen. Schaue kurz nochmal über das Oberdeck, ob da jemand ist und dann. Du kannst dort jemanden sehen. Ein kleiner Schatten. Ungefähr so groß wie ein Kind oder ein Dämon.
mit einem langen Messer, was blutig verschmiert ist. Oje, 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 oje. Was macht er, sie, es? Siehst du nicht, hörst du nicht? Sie scheint ein bisschen zu tanzen. Es scheint ein bisschen zu tanzen. Von mir abgewandt? Nicht unbedingt. Also tanzt so ein bisschen über das gesamte Haupt- oder Hüttendeck. Atme ich ein paar Mal tief durch. Und renne los. Auf es zu oder an ihm? An ihm vorbei durch die Tür in Richtung von der Kapitänskajüte. Okay, dann... Athletik, oder? Ja, auf alle Fälle Athletik. Sie ist auf alle Fälle überrascht. Ich gebe sie einfach mal frei, den kleinen Schatten. Und dann gib mir mal eine Athletikprobe. Das ist sowas von nicht gelungen. Ja, du stolperst auf sie zu, an ihr vorbei und fällst in deiner Panik genau vor ihr hin. Du siehst, wie ein einzelner Blutstropfen runterfällt und du siehst, wie ein kleines, schwarzhaariges Mädchen vor dir steht. Zwar in eine dunkle Kapuze gehüllt, aber sie blickt dich freundlich an. Ja. Und dann kannst du wieder hören, wie das Wasser klatscht und der Silenzium ist weg. Hallo, ich bin Morgwin. Ja, angenehm. Warum schläfst du nicht? Nun, seht ihr... Dies ist eine interessante Frage. Warum schläfst du nicht? Gehörst du zu diesem Schiff? Ich würde eher sagen, dass ich ein freischaffender Mitarbeiter bin. Ich versuche währenddessen, mich aufzurappeln. Nicht sehr energisch, sondern halt ein vorsichtiges Aufstehen im Sinne von Sie blickt fasziniert an deinem Körper entlang. Und ihre Augen huschen dann auch über deine Hände. Oh, ein Prabaki. Das ist ja schön. Vielleicht schläfst du deswegen nicht. Nein, eigentlich sollte das keine Rolle spielen. Ach, du warst ja mit dem Nuncio Volo, oder? Ich erkenne deine Matrix. Tat. Ihr habt also meine Nachricht empfangen. Ja, selbstverständlich. Danke. Ich wäre wieder gern, wenn ich euch doch in die Kapitänskajüte geleiten soll. Ihr seid hier, um das Schiff in Besitz zu nehmen, nicht wahr? Ja, wir wollen sie alle töten. Aber später erst.